Meine Freunde, wir sind hier heute am Hotel Talsperre. Es wird noch ziemlich viel eingerichtet sein. Wenn ihr dabei sein wollt, bleibt dran. Konferenzraum. Tafelreiniger. Tafelreiniger. Ziemlicher Roboter. Auf die Talsperre. Ah, okay, hier ist der Fernsehraum, das war mal der Fernsehraum. Zimmer 106. So, Schrank ist leer. Mein Bad. Schwimmbad. Gemälde. Eine Big Duck. Alles in Kärnten. Das sieht aber alles ziemlich neu verputzt aus. Ich habe die Frage, wie lange das da steht. So. Steckdosenabdeckung. Wird sich wohl nichts tun in dem Hotel hier, oder? Freilichen. Das ist die Prüfung 2008. Licht wieder aus. Ja, die Zimmer sind hier irgendwie alle gleich aus. Ja. Da ist sogar noch der Föhn da. So, dann gehen wir mal nach unten. Das sieht mir nach Eingang aus. Ja.
Da haben wir die Buddha-Statuen. Die Kommode. Da, die Kommode sieht gut aus. Voll oldschool. Also noch Kinderbücher im Schrank, Shisha-Pfeifen. Da haben wir das Büro. Auch noch alles drin. Projektor, ganz oldschool, aber teuer von Kenwood. Das war mal eine gute Reservierung, April, November 2009, 2007, 96, ein Fax. Da steht es so. Steht noch eine ganze Urlaub. Pioneer. Kalender 2010. Das heißt, dann wurde die Feuerlöscher zum Schluss schon gar nicht mehr geprüft. Also November 2010 war dann wahrscheinlich Schluss hier. Da steht noch ein schönes Schränkchen. Da haben wir den Fahrstuhl. So, jetzt gehen wir ins Kaminzimmer. Kaminzimmerbar steht da. Das ist gewaltig nach Baustelle aus. Da haben wir Küche. Das ist ja alles schon mega alt. Kühlraum. Das ist nochmal ein Bad, das gucken wir uns gleich an. Waschzimmer. Auf all das Zeug. So. Eine Bau.
Da ist der Kamin. Aber lauter alte Krüge. Lampe. Altes schwäbisches Bild. Zeigt mal eins. Ja, da steht noch halbe Kücheneinrichtung. Zapfanlage. Der sieht ja cool aus. Perfekter Tisch. Restaurant, Frühstücksraum, offen. Also hier sieht es noch ordentlich eingeräumt aus. Ja. Kein Krach machen. Ich glaube, wir brauchen jetzt mal ein bisschen mehr Licht. So. Schöne Schwarzwaldgemälde. Da haben wir noch einen Auerhahn. Aber die Tische hier noch gedeckt. Salz, Pfeffer. Kinderspielzimmer. Da hängt der Janosch. X-Mess Express. Da geht's raus zur Terrasse. Dann der nächste Gastraum.
Ja, der Kupfergeschirr. Kupfer? Kupfer, ja. Bierkrüge. Gemälde von der Talsperre hier. Alle Schränke auch noch voll. Da steht auch nochmal eine Techniksanlage. Ja, wieder ein Sicherungskasten. Gibt kein Bier mehr. Auch keine Fanta. Ansichtskarten von hier. Und jetzt sind wir in der Hauptküche. Alles da. Da oben bröselt der Putz von der Decke. Cornflakes. Frühstückseierbecher. Zucker. Ist einfach alles tatsächlich noch da? Aber irgendwie alles dreckig verlassen. Was aufgeräumt und geputzt hat hier keiner mehr. Das ist am Fenster. So, wieder an.
So, Rundgang durch die Küche beendet. Wieder in die Kante Hotelzimmer. Da steht noch ein Weihnachtsbaum. Schränke, nichts besonders drin. Das Fachwerk freigelegt. Schön. Ganz witzig aus. Und da haben wir noch ein Gästezimmer, sogar mit Bett eingerichtet aus dem Neubau, wo eigentlich sonst die ganz anderen Zimmer auf Rohbau ausgeräumt sind. Cooles Bild. Doppelbett. Ja, da schon rauskommt. Zeug auf. Ja. Ja. Zimmer für vier rein, theoretisch. Kannst du. Das sieht wieder alles gleich aus. Jo. Größeres Zimmer. Hm.
Babybett. Und der Schrank ist irgendwie im Umfall, ne? Irgendwie Abstellraum aus. Ich habe ein Zeichen drauf. Verbote. Da haben wir das Treppenhaus. Da kommen wir in den anderen Bereich rüber. Das ist ein Rüsezimmer. Was macht mit so viel Platz? Was fällt der Kleiderschrank? Oder? Ah ne, der steht hier. Der ist doch hier. Ja, dann ist das komisch, warum so ein Rüsezimmer? Was machst du damit? Ein Kinderbett oder so. Ja. Noch ein Treppenhaus. Was für ein verwinkeltes Haus hier. Oh, da oben, der Schimmel. Schöne Bäder sind das. Schön. Aber da fehlen sie im ganzen Haus absolut hässliche Tische. Mit dieser Art Küchenplatte drauf. Das sieht unmöglich aus. Das ist ein uriges Zimmer. Hat einen schönen Schrank hier. Mit der Schräge da, sieht cool aus. Plastikpalme. So, da kommen wir jetzt noch in den Privatbereich. In die alte Wohnung. Türkisch-Arabisch irgendwie. Teppich für Mekka. Nach Mekka. Zeug drin.
Dusche. Kinderzimmer. Zwei Kinderbetten. Eine kasige Orgel. Kinderzimmer. Ein Staubsauger. Mit der Küche. Auch noch alles eingeräumt. Kühlschrank. Auch da noch Zeugs drin. Ein Gefrierschrank, Eis, Creme, sogar noch. So, da kommen wir ins Wohnzimmer. Mit einem richtig geilen Kamin. Das hier ist der Koran. Das sieht nach einem Koran aus, den jemand gezinselt hat. Was ist das da? Geht das auf? Eine Schatulle. Achso, geht auf. Leer. Schön. Da steht der Vodafone WLAN-Router. Ja, so, ich glaube, wir sind durch jetzt mit der ganzen Location. Vorne sind auch nochmal Gästezimmer. Sehen gleich aus wie alle anderen auch. In diesem Sinne würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Haut was in die Kommentare. Teilen nicht vergessen. Die üblichen Sachen halt. Wisst ihr. Haut rein. Ciao, ciao.
Thank you.